Ich finde, es war eine wahnsinnig spannende und großartige Veranstaltung. Es war eine sehr konstruktive Runde, da müsste es eigentlich mehr von gehen. Nach dem Forum im letzten Jahr haben wir ja in diesem Jahr die Themengebiete etwas erweitert. Also ich habe für meinen Alltag viel mitgenommen, ich habe für mein Unternehmen viel mitgenommen. Ich habe viel mitgenommen über die Sicherheitsbranche im Allgemeinen, über die Bedrohungslagen, die es auch heutzutage gibt. Und es war ein wirklich qualifizierter Austausch unter Profis. Und das war sicherlich die perfekte Veranstaltung im perfekten Ort zum perfekten Zeitpunkt. So wie ich das beurteilen kann, mit diesem etwas eingeschränkten Einblick, dann haben wir es hier tatsächlich mit einer äußerst kompetenten und kenntnisreichen Gruppe von Experten zu tun. Weil gerade auch das Thema Cybersicherheit ein ganzheitliches Thema ist und hier waren die richtigen Entscheider aus Industrie, aus Politik. Das ist sehr, sehr wichtig. Hier geht es um Ressourcen und Personal. Deshalb war das eine sehr konstruktive Runde heute. Deutsche Unternehmen sind aus meiner Perspektive, ich mache das seit 15 Jahren, muss ich sagen, mit mittlerweile fast 40 Leuten, ziemlich schlecht aufgestellt, was IT-Security angeht, was Cyber-Crime-Abwehr angeht, was Sicherheit insgesamt angeht, rund um IT. Wir haben ja heute gehört, dass das Thema IT-Sicherheit ja so ein bisschen dominierend war, zumindest am Schluss der Runde, dass sich das Sicherheitsbedürfnis dahingehend sehr verlagert hat, zumindest das subjektive Sicherheitsbedürfnis, also im Allgemeinen eine unheimlich spannende Angelegenheit. Ich glaube, das beherrschende Thema wird die weitere Digitalisierung unserer Gesellschaft, aber auch unserer Wirtschaft sein. Wir müssen hier Schritt halten. Wir müssen schauen, dass wir zum einen die Digitalisierung als Chance nutzen. Zum anderen müssen wir natürlich aber auch das Vertrauen in den Cyberraum weiter stärken. Deswegen glaube ich, ist für die Wirtschaft und auch für die Gesellschaft entscheidend, dass wir hier mit entsprechenden Maßnahmen Vertrauen aufbauen. Dieses Vertrauen muss man sich erarbeiten mit technischen Lösungen, aber auch eben mit kommunikativen und mit prozessualen Maßnahmen, das ist entscheidend. Es gibt ja ein Risikobarometer, was eine große Versicherung jährlich erhebt. Da ist das Thema Cybercrime mittlerweile auf Platz 1, ganz eindeutig und wird uns über Jahre nicht mehr verlassen. Die Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass vieles an sensiblen Informationen in Zukunft nie mehr dadurch abhanden kommen wird, dass man irgendwelche Türen aufbricht, dass man Schränke ausräumt und die Akten mitnimmt. Das ist alles 20. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert findet ja der geistige Diebstahl statt, ohne dass das zunächst von den Unternehmen bemerkt wird. Ja, lieber José, nach einem beeindruckenden Tag mit 22 Experten heute am Tisch gilt die Frage an dich: Ist Deutschland sicher? Zumindest wenn wir alles beherzigen, was diese Experten uns erzählt haben, glaube ich schon, weil ich glaube, sowohl der normale Bürger als auch Unternehmen können einiges tun. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht und deswegen, was meinst du, sollten wir das Ganze nochmal wiederholen im nächsten Jahr? Es waren heute so viele Informationen, die wir gar nicht irgendwie an einem Tag alle verarbeiten können. Deshalb im nächsten Jahr das Thema Sicherheit, was wir auf jeden Fall unseren Lesern wieder nahebringen wollen.